Ja, willkommen zu Teil 2. Noch ein bisschen Lichtverhältnisse verbessern. So. Und ja, die Squarebox ist angesagt und wir haben jetzt ein kleines, ja, richtiges Problem, sage ich mal. Es war doch nicht falsch, was ich gemacht habe, sondern, ja, wir haben jetzt hier einfach nur noch zwei Steine, die wir ausrichten müssen. Aber ich zeige jetzt einfach noch einmal, diesen Fall, dass das nicht so ist. So. Ist eigentlich ganz normal wie beim 3x3. So, wir haben jetzt hier einen richtigen Eckstein und die anderen müssen wir so lange drehen, dass sie in den richtigen Slots sind. So, und das machen wir jetzt einfach mal. Immer nur noch der. Das heißt noch einmal. So. Alles in einer richtigen Position und die hier müssen wir jetzt mit dem ganz normalen 3x3 Move einsetzen. Habt ihr jetzt den Fall, dass hier so ein komischer, unlöslicher Fall rauskommt? Ihr habt zwei Steine immer in der richtigen Position und die anderen zwei sind aber in der falschen Position oder so. Dann liegt das daran, dass bei euch die Farbgebung falsch war. Dass ihr praktisch diese zwei grünen hier, diese und diese, mit diesen zwei hier vertauscht habt. Also dass ihr die Farben falsch rum habt praktisch, ja? Das heißt, ihr müsstet dann die hier nochmal rausholen, nach hier drüben bringen und die hier nochmal rausholen, nach da drüben bringen, ja? Und dann müsstet ihr das alles nochmal ganz normal lösen, so wie wir jetzt hier. Und dann könntet ihr das Ganze lösen, ja? So. Jetzt muss ich das hier einfach wieder ganz normal lösen, aber diesen Schritt hasse ich jetzt. Da vertue ich mich gerne. Das ist wieder einfach nur dieser ganz normale Vierfachschritt, wo ihr dann praktisch immer nur unten nach links, oben nach rechts. So. 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 Na, hier vertut man sich so schnell bei dem. So, und jetzt einfach noch der letzte. Zack, 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 zack. Hier vergreift man sich richtig schnell bei diesem Move. Und zack. Und dann hätten wir praktisch die Square Box gelöst. Ja, an sich keine schwere Sache. Man muss halt nur ein wenig umdenken. Den einen Parity-Fall sollte man. Ja, wissen, wie man den löst, dass wir den da reinbringen, nach rechts rausbringen und noch von links nach rechts wieder einsetzen. So, und dann, ja, war es das eigentlich schon. Und ich finde diesen Cube eigentlich verdammt geil. Der macht mir richtig viel Spaß. Lässt sich sehr gut drehen von Diane, wie gesagt. Wenn er jetzt ab und zu gehängt, ja, wie auch immer gehabt, dann, ja, war das jetzt einfach entweder Einstellungssache oder keine Ahnung. Die ganze Zeit lief das eigentlich echt genial, das Teil. Und es macht mir wirklich Spaß damit. So, ja, an alle Cuber, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Ciao!